Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tomodachi Live oder Loveland. Ja, ihr habt vielleicht bemerkt, gestern kam keine Folge. Wie das so ist, habe ich gesagt, dass es vorkommen kann, dass ich mal eine Folge auslasse. Ich musste gestern halt lange arbeiten, da kommt das halt leider vor, dass ich das nicht schaffe. Das tut mir leid, dafür gibt es heute wieder eine Folge. Also. So, was ist passiert bisher? Ja, Balu und Miri zusammen und sechs weitere Zuschauer sind auf die Insel gezogen. Und ich habe ja gesagt, dass ich den einen oder anderen YouTuber einziehen lassen möchte, ja, damit ihr auch die Chance habt, jemanden abzustauben. Und ich würde auch gerne bald den ersten einziehen lassen. Und zwar, ja, ihr habt ja ein paar Vorschläge in die Kommentare gemacht. Natürlich beziehe ich erstmal die Leute vor, mit denen ich auch was zu tun habe. Deswegen würde ich als allererstes gerne die Katze einziehen lassen. Also Items. Ihr kennt ihn aus unserem Agrarian Skies Projekt. Das Problem ist, ihr habt ja vielleicht noch kein Bild von dem gesehen. Oder wisst gar nicht, wie der so aussieht. Ich habe trotzdem die Idee, ihr könnt mal bitte einen Mi erstellen, wie ihr euch vorstellt, dass Katze aussieht. Die werde ich dann in der nächsten Folge zeigen und dann mal gucken, ob ich einen Mi habe, der besser aussieht wie er, einfach als Vergleich. Also, alle Leute, die wollen, können bitte ein Mi von Items for Sacred, also Katze, erstellen und ihn mir zukommen lassen, damit ich ihn in der morgigen Folge vorführen kann. So, aber jetzt gucken wir erstmal. Balui hat Herzschmerz oder so. Gehen wir mal rein. Warum hat Balui ein Herz mit einem Fragezeichen drin? Das ist doch immer schon... Was ist los, Balui, hä? Ich fühle mich so leer. Du fühlst dich leer? Ja, gib mir erstmal dein... Was ist denn los? Ich möchte Miri einen Antrag machen. Ich soll Miri jetzt schon einen Antrag machen? Was? Das geht aber schnell. Aber da müssen ja ganzen YouTuber von der ganzen Zuschauer wieder von der Insel runter. Ja, machen wir mal. Willst du wie? Nein. Willst du mich nicht heiraten? Doch, ich mach das jetzt. Welcher Ort wäre für einen Antrag wohl der beste? Was mag Miri am liebsten? Feuerwerk. Sollte ich mich vorher umziehen? Ich hab nichts für dich zum Umziehen, Balui. Nein. Den richtigen Zeitpunkt für den Antrag abzupassen. Na, hoffentlich sagt sie nicht nein. Könntest du mir helfen? Könntest du mir helfen? Gib mir Bescheid, wenn Miri an mich denkt. Bitte was? Gib mir bitte Bescheid, wenn Miri an mich denkt. Nein, ich will aber nicht. Okay. In Ordnung, ich mache den Antrag. Das ist wieder so, erstmal gucken, ob Miri auf Ja sagt. Oh. Sollen wir uns hier hinsetzen? Gut. Ach, ich hasse dieses Spiel. Nein! Hast du Hunger? Nein, schon das erste Mal verkackt. Nein, bei mir ist alles klar. Balui hat schon versaut. Yes! Erstmal richtig. Oh ja. Haha. Ich schaff das. Dankeschön. Daumen nach oben. Apropos Daumen nach oben, wenn ihr gleich einen Daumen nach oben seht, dann müsst ihr mir einen geben dafür, wisst ihr. Nein, ich hab doch gedrückt! Ich hab immer noch keinen Hunger! Du Kackspiel! Ich hab gedrückt, du hast nicht akzeptiert! Scheiß 3DS! Ich hasse dieses Spiel manchmal. Nein, das war nur... Ist das Feuerwerk nicht beeindruckend? Ja, absolut. Alles gut bei mir. Das war eine Mikrosekunde nur mein Bild in deinem Kopf. Wir sollten langsam heimgehen. Oh, das Feuerwerk ist noch nicht zu Ende. Wir können noch nicht zurückgehen. Oh, wenn du meinst. Alter, verdammt. Nicht wuhu. Bei meinem nächsten Antrag versuche ich alles richtig. Läuft bei mir. Läuft. Super, alles geil. Alles amazing. So, Alina, was ist dein kleines Problemchen? Hast du Hunger? Guten Abend. Guten Abend. Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. Oh nein, das Niesespiel. Okay. Das ist so dumm.
Na los? Na los? Nein, ich hasse dieses Spiel. Es ist so scheiße. Warum denn nicht? Nein, jetzt ist es weg. Es geht einfach nicht. Ich habe das schon im letzten Let's Play nicht hingekriegt. Das Spiel verarscht mich mal wieder. Das hat irgendwie nicht geholfen. Ja, bitteschön, dankeschön. Geh mir nicht auf den... Da! Wieso bellen die Hunde eigentlich immer ausgerechnet mir hinterher? Hier hast du erstmal was zu essen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mit irgendwas gefüttert habe. Hier, brave Mieze. Ja, war ganz gut. Okay. Tja, wäre ja schade, wenn ich euch alle wieder rausschmeißen muss, ne? Nur weil ich Miri heirate. Yukio, aber keine Sorge. Ihr könnt ja nochmal irgendwann wieder reinkommen. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Ach, immer gerne für dich. Immer hier, was ist los? Ich hab Hunger. Was soll ich sagen, wenn ich deprimiert bin? Wenn ich deprimiert bin? Oh, Yukio, das musst du mir bitte in die Kommentare schreiben. Was sagst du normalerweise, wenn du deprimiert bist? Ich tue da jetzt erstmal einen Platzhalter rein. Pass auf, ich nenne das Platzhalter. Das ist, oh, Platzhaller, Halter. Platzhalter. Deprimierte Geste. Oh ja, Drama, Drama, Queen. Drama, Drama. Das ist gut hier. Bitteschön. Du musst das nur... Platzhalter. Platzhalter. Das passt sogar, wenn sie sich hinkriegt. Bitte, Yukio, bitte einmal in die Kommentare schreiben, was du tun würdest, wenn du deprimiert bist. Und wir haben ein neues Gebäude gekriegt. Und es ist mal wieder Zeit für die Nachrichten. Das Möbelhaus kam den Wünschen vieler Bewohner nach und feierte eine fulminante Eröffnung. Viele Bewohner finden es langweilig, jeden Tag in demselben alten Zimmer zubringen zu müssen. Diesen Bewohnern bietet das Möbelhaus eine große Auswahl an verschiedenen Inneneinrichtungen. Unseren Kunden wollen wir bei uns jede Art von Zimmergestaltung ermöglichen. Jeden Tag kommen neue Gestaltungsmöglichkeiten hinzu. Zuvor erworbene Einrichtungen bleiben ebenso erhalten. Danke fürs Zuschauen. Bitteschön. Jetzt können wir endlich coole Zimmer für unsere ganzen Einwohner kaufen. Oh, und da ist noch was passiert. Die Nachrichten. Die Ranglisten wurden nun endlich freigegeben. Auf diesen Ranglisten kannst du sehen, welche Bewohner sich an einem bestimmten Tag gut oder schlecht fühlen. Sören, der die Ranglisten erstellt hat, zeigte sich euphorisch. In Zukunft möchte ich gern alle möglichen Informationen in diesem Ranglistenformat veröffentlichen. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Nachrichten. Noch im Gebäude? Oh, und nochmal Nachrichten. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Tolle Mädchen. Tolle Mädchen, aha. Es kann jetzt eingesehen werden, wer die beliebteste weibliche Bewohnerin von La Flette ist. In einer anonymen Beschwerde wurde zwar gefordert, solche Informationen nicht zu veröffentlichen. Aber als die Beschwerdeführerin merkte, wie weit oben sie auf der Liste steht, zog sie ihre Beschwerde sofort zurück. Die Ergebnisse werden immer auf dem neuesten Stand gehalten. Schaut sie euch also am besten regelmäßig an. Danke ja, fürs wer ist das beliebteste Mädchen auf der Insel? Können wir gleich mal drauf gucken. Werde ich noch mehr nach ihnen kommen. Und noch was? Ha, okay. Gucken wir mal, wer top ist. Top Girlie. Tolle Mädchen. Miriam Platz. Das ist aber ganz schön deprimierend. Miriam Platz 1 mit 110 Punkten. Akira 0. Alina 0 und Yukio 0. Ihr belegt alle den zweiten Platz. Wow, ich bin beeindruckt. Aber alle mit 0 Punkten ist oder. Ein ganz klein bisschen frustriert. Es tut mir leid. Ich kann da gar nichts für. Ich habe nichts gemacht, was das begründet. Und Fitnessrang. Bestimmt Baluja auf Platz. Ja, wahrhaftig. Baluja auf Platz 1 mit 604 Punkten und Miri nur Platz 2 mit 517. Ich bin eindeutig der sportlichere von Miri und mir. Und ihr wisst Bescheid. Bestimmt, ja, ja. Dann gucken wir uns mal die Mii-Nachrichten an, weil wir so selten da waren. Nachrichten um 8 Uhr. Es wurde ein Stand-Up-Comedy-Wettbewerb ausgerichtet, um das beste Comedy-Duo zu ermitteln. Als Sponsor des Wettbewerbs fungiert zum insgesamt 9. Mal Laflen TV. 7 Amateur- und Profi-Teams haben die Vorentscheidung überstanden und stehen jetzt auf dieser Bühne.
Ja, Baloo und Stone. Einige Nummern eines Teams in den Vorrunden waren so unglaublich lustig, dass manche Zuschauer das Bewusstsein verloren. Pire und Baloo vom Duo Internetprobleme im Jahr 2000 warnten das Publikum vor. Wir haben noch lustigere Nummern drauf, aber dann landet ihr vielleicht vor lauter Lachen im Krankenhaus. Ja, wir haben ja. einige Inselbewohner ja. nach ihrer Meinung gefragt. Bin ich jetzt etwa im Fernsehen? Oh, verstehe. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Miriam Hettiger und das waren die Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Dankeschön, Mii, für die Nachrichten. Ja, lacht euch nicht zu Tode, sag ich immer wieder. So, schauen wir uns mal im Müllhaus um. Oh nein, ich habe kein Geld für gar nichts. Kürbisfeld, Rock Club, Schachbrett und die Versailles. Ach du Scheiße. Hat einer mal 3000 Euro hier im Spiel und würde mir die bitte geben? Dankeschön. Kann ich keine leisten. Aber ein Croissant hier für 1,20 Euro, das geht immer. Dann nur ein bisschen Makrele, also wäre sehr teuer heute. Nudeln im Pesto, na gut, auch normalerweise. Das sind so teuer, die Sachen. Dann haben wir noch Ravioli. Sehr lecker, aber nicht diese Variante. Wer mag euch, also ich weiß nicht, wer von euch mag überhaupt Ravioli und in welchen Varianten? Also ich mag die gerne mit Fleischfüllung und Hackfleischsoße, aber nicht so in Käsesoße oder so. Das ist nicht so mein Ding. Tja, Baloo, hast du gut verkackt, den Heiratsantrag. Aber da gibt es Leute, die was wollen. Warum wollt ihr euch eigentlich nicht untereinander kennenlernen? Erstmal, Stone hat ein Problem und weint rum. Hallo Stone, Pierre. Was los? Guten Abend. Hallo, willst du mir ja einen Antrag machen? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Och, kommt schon. Du hast ja was Neues. Nein, du kriegst nichts Neues zum Anziehen. Nein. Der hat als Einziger was Gutes zum Anziehen gekriegt bisher. Nee, nicht mit mir. Magst du etwas spielen? Spielen wir mal wieder. Ein Mitmachspiel für unsere Zuschauer, hoffentlich. Nein, der Klopfringkampf. Lass deine Figur. Oh nein, das ist so scheiße. Klopfen wir. Blablabla. Komm schon. Ja. Fester. Ich klopf die raus. Oh nein, ich hasse dieses Spiel. Es ist so doof. Vor allem, weil es da irgendwie kein System drin gibt, ob man gewinnt oder nicht. Hey, ich hab gewonnen. Wie auch immer. Das werde ich nie verstehen. Ich glaube, wir haben damals schon in den Regeln darüber diskutiert, woran das liegen kann, dass man gewinnt oder nicht. Aber nee, danke. Oh, guck, wir haben einen Virtual Boy gekriegt. Den Vorgänger von einer VR-Brille. Oder so von Nintendo damals. Für mich zu kochen. Wo willst du denn hier selber für dich kochen, hä? Willst du mir das mal verraten? Du hast hier nicht mehr die Möglichkeit zu kochen, du Lappen. Und weil du nicht kochen kannst, muss ich dir eigentlich versorgen. Aber wir gehen mal zu Akira. Jetzt gibt's erstmal was zu essen. Hallo. Spiel mit mir. Komm, ach nein, nichts zu essen. Na gut, spielen wir halt erstmal. Mitmachspiel? Nein, nicht noch ein Klopfring. Komm schon. Ciao, Miri, komm, Baloo. Gibt es dieses Spiel eigentlich wirklich? Also, oder hat sich das Nintendo nur ausgedacht? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es dieses Spiel auch wirklich auf Amazon oder was weiß ich wo zu kaufen gibt. Guckt mal bitte. Ihr habt bestimmt Zeit dafür. Nein, ich... Doch, komm schon, ich hab gar nichts gemacht. Was ist meiner denn umgefallen? Das ist ja so unlogisch. So dermaßen unlogisch. Schade. Ach, komm. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja. Willst du was zu essen haben? Ja, danke für die Taschentücher. Was willst du mir damit ich sagen? Ich habe Hunger. Ja, komm, essen kriegst du jetzt hin. Hier ist eine Makrele. Da hebst du vom Boden auf. Für deinen Picknickkorb. Ich weiß ja nicht, warum du die Haut und den Schwanz und den Kopf mit isst. Das ist ganz schön eklig. Aber du hast ein Level up. Yes. Das freut mich aber für dich. Was kriegst du denn dafür? Nein, warte. Sie hat eigentlich eine schöne Einrichtung. Kann ich ihr irgendwas Cooles geben? Schenkst du mir eine Bild? Ach so, stimmt. Die Objekte gab's. So, Madame, was möchtest du denn gern? Ich glaube, eine Wii U-Konsole ist immer geil. Hier, bitteschön. Jetzt kannst du zocken und kannst ein paar Leute einladen. Ich weiß zwar noch nicht, wo du auf der Picknickwiese Strom herkriegen möchtest, aber gar kein Problem. Und was ploppt da auf? Was Neues? Und schon wieder Nachrichten. Heute ist echt Nachrichtenfolge. Oh. Die Nachrichten mit Baloo. Die Arbeiten am neuen Aussichtsturm von Lavland sind endlich abgeschlossen. Dieser Turm an der höchsten Stelle von Lavland bietet eine fantastische Aussicht über die Insel. In seiner Rede zur Eröffnung lobte Sören überschwänglich. Es weht immer ein frischer Wind und die Aussicht ist prima, da bleibt man gerne auch mal etwas länger hier. Danke fürs Zuschauen. Bitteschön, danke schön, danke Baloo. Muss ich mich bei mir selbst bedanken, ist ja peinlich.
Ja, oh, beim Riesenrad. Beim Vergnügungspark gibt es eine Aktion. Na, oh, eine Wundertüte. Yes, gib mir eine Wundertüte. Gib. Da ist immer so cooles Zeug drin. Eine Kiwi. Da ist immer so cooles Zeug drin. Das war das erste Mal noch nicht gut. Zweite. Das ist ein Wischi-Kleid. Wow. Wer von euch Mädels möchte das haben? Bitte gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gerne haben möchtet, damit ich das in der nächsten Folge euch geben kann. Nein, du kriegst das nicht. Das ist furchtbar. Und der dritte Item. Da ist immer was Gutes drin. Bitte. Ach, du Scheiße. Ein Haarreif. Wow. Komm gerne wieder. Wow, die 50 Euro. Wer hat die verkauft? Welcher Blödmann hat die verkauft? Wer hat die verkauft? Nein, ist nicht mehr da. Ich glaube, das war Miri. Miri verkauft auch nicht so einen Scheiß. Oh, warte. Das ist ein Ereignis hier. Im Kaffee. Oh, Balui und... Mal eine Frage. Wenn Pierre ein Lebensmittel wäre, was wäre er wohl? Ja, was wäre Pierre wohl als Lebensmittel? 3 Tage alter French Toast, hat er selbst gesagt. Die machen sich immer so lustig. Das ist nicht nett von euch. Das ist gar nicht nett. Das macht Risi nur Miri und ich. Okay, am Aussichtspunkt ist auch gerade keiner. Also dann, ihr Lieben, würde ich sagen, das war es schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen und denkt an eure Hausaufgaben. Ja, besorgt oder denkt euch mal einen schönen Mi von Katze aus und schickt mir die Codes. Und dann werde ich natürlich alle präsentieren und dann vielleicht habe ich dann noch einen besseren Code. Also vielleicht mache ich dann einen Mi von ihm oder so. Mal gucken, vielleicht macht er auch selber einen Mi von sich. Aber erstmal eure Codes her, damit wir mal ein bisschen was zu lachen haben, wie ihr wohl einschätzt, wie er aussieht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr wisst ja, er ist so vom Volumen her wie ich gebaut ein bisschen. Aber alles andere müsst ihr euch schon selber ausdenken. Sein Geburtsjahr weiß ich im Übrigen auch nicht. Sein Geburtsdatum, mal gucken, ob wir das noch rauskriegen. Also dann, bis morgen zur nächsten Folge. Ich hoffe, ich schaffe das. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich mal eine Folge aussetze. Danke fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss!